Und damit herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper. Wir sind hier in dem Büro, in dem Großraumbüro von dem Reporter, den wir zum Schweigen bringen müssen. Also bezüglich Squibby. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er nichts Negatives über Squibby erzählt. Haben als Hinweis im letzten Mal die Telefondurchwahl, den Telefonnamen WA Wenn rausgefunden. ich eine von Bullings Kontaktpersonen Anrufern vorgebe, sein Assistent zu sein, könnte ich vielleicht etwas Interessantes in Erfahrung bringen. Aber wen? Ah, okay. Gut, dann wissen wir doch Auf Walesby. diesem Blatt sind rote Tintenflecken zu erkennen. Es enthält eine Liste WA. mit Telefonnummern. Genau, WA, Walesby, aber die Telefonnummer fehlt. Ah, okay, dann ist das hier wahrscheinlich die Telefonnummer und das ist das Prägungsjahr der Münze, also es ist 1, 8, 7, 5. Walesby 1875. Eine geniale Methode, um sich Kontaktdaten zu merken. Zentrale Walesby 1875, bitte. Danke, ich warte. Walesby, ich höre. Guten Abend, werter Herr. Ich rufe im Auftrag von Tom Bulling. Sie wissen also, wo dieser Heuchler, dieser Lügner, dieser... Mitnichten, er ist im Moment nicht erreichbar. Allerdings hat er mir eine Nachricht hinterlassen und mich darum gebeten, seine anfallenden Arbeiten zu erledigen. Und er hat gesagt, Sie würden wissen. Na, großartig. Ich habe seiner Presseagentur schon alle Informationen geschickt, aber er hat keine Anstalten gemacht, das Gleiche für mich zu tun. Sagen Sie, hat er Ihnen wenigstens die Informationen gegeben, die ich als Gegenleistung von ihm erbeten hatte? Um was geht es? Hat die Polizei schon einen Verdächtigen für den skurrilen Zigarren- und Karottendiebstahl am Markt in der Commercial Street? Bitte was? Ein Moment, was? Hat die Polizei schon einen Verdächtigen für den skurrilen Zigarren- und Karottendiebstahl am Markt in der Commercial Street? Was? Beamte sind nicht müde, wenn sie nach Hause kommen und haben die Zeitung bereits gelesen. Keine Ahnung. Was? Vor allem, was soll, wie soll mir das Inventar dabei helfen? Ich bin verwirrt. Okay, also was habe ich hier? Ich muss auf jeden Fall irgendwas mit Punkt oder Ausrufezeichen am Ende. Es ist nur, dann wählt mich. Die einzigen Satzzeichen, die ich hier drin habe, ist hier ein Ausrufezeichen und hier, hier und hier ein Komma. Okay, das ist natürlich geil. Hat die Polizei schon einen Verdächtigen für den skurrilen Zigarren- und Karottendiebstahl am Markt in der Commercial Street? Inspector Lestrade? Macht viel Lärm im Geheimen, vielleicht. So, er hat noch nichts, aber er ist dran. Okay, einloggen kann ich das nicht. Inspector Lestrade kommt zu keinem Ergebnis. Bin ein bisschen verwirrt. Hat die Polizei schon einen Verdächtigen für den skurrilen Zigarren- und Karottendiebstahl am Markt in der Commercial Street? Das Einzige, was mir jetzt auffällt, ist beides Doppellaute, also zwei R und zwei T. Vielleicht ist es irgendwie so ein Wortspiel, Wortpuzzle oder so. Kommt. Kommen. Angemessen. Das war's.
Okay. Ich überlege mir hier was, spiele hier ein bisschen rum und versuche im Endeffekt herauszufinden, wie ich hier auf die Lösung kommen soll und was die Lösung ist. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay. Ich habe tatsächlich jetzt in der Komplettlösung nachgeschaut, weil ich hier auf keinen grünen Zweig gekommen bin. Und offenbar muss man einfach, es sind wohl mehrere Rätsel und man muss wohl immer das, was wirklich Sinn ergibt, auch zusammenstellen. Also hier links, das muss hier runter, in der Mitte, das muss hier hin. Ja, also für jeden Satzteil, sag ich mal, hat man immer fünf Optionen. Aber ich fand jetzt mein Ding, Inspector Lestrade, kommt zu keinem Ergebnis oder macht viel Lärm, fand ich jetzt gar nicht so unpassend, aber okay. Also es geht um die Polizei, also Inspector Lestrade. Dann kommt zu keinem Ergebnis, hatten wir nicht, macht viel Lärm, hat auch nicht gepasst. Fahndet nach einem Kaninchen. Ich meine, es geht um Karottendiebstahl. Ja, fahndet nach einem Kaninchen. Und dann Gärtner und Ökologe, passt nicht von der Satzkonstruktion. Angemessen vertreten passt auch nicht. Das stark hustet. Kaninchen, Komma, das stark hustet. Würde auch zu den Zigarren passen. Deswegen nehme ich das. Ich glaube, dass laut Oh Bulling die mein Leute Gott. von Inspektor Lestrade nach einem Kaninchen fahnden, das stark hustet. Eines Tages wird er in ernsten Schwierigkeiten stecken, weil er immer die Polizei lächerlich macht. Können Sie mir als nächstes etwas zu dem Skandal im Parlament sagen? Was hat der Parteivorsitzende der Whigs den Tories geantwortet, nachdem diese ihn als völlig inkompetent bezeichnet haben? Was? Okay, aber es sind wieder die gleichen Optionen bezüglich des Skandals im Parlament. Was hat der Parteivorsitzende der Whigs den Tories geantwortet, nachdem diese ihn als völlig inkompetent bezeichnet haben? Dann wählt mich. Das müsste dann ja das sein, weil hier ist ein Ausrufezeichen. Das heißt, ich werde euch muss der nächste Teil sein. Ich werde euch angemessen vertreten. Völlig inkompetent, ja, dann wählt mich. Laut Ich vertrete Bulling hat euch, der genau. Parteivorsitzende der Whigs Sehr Folgendes gut. gesagt: Dann wählt mich. Ich werde euch angemessen vertreten. Schön, das wird eine gute Ausgabe. Eine letzte Frage noch. Laut einer staatlichen Studie sind Beamten die besten Ehemänner. Warum? Das habe ich am Anfang ja schon gelöst. Beamte sind nicht müde, wenn sie nach Hause kommen und haben die Zeitung bereits gelesen. Ich glaube, das liegt daran, dass Beamte nicht müde sind, wenn sie nach Hause kommen und die Zeitung bereits gelesen haben. Wie war gut. Bulling scheint endlich seine Arbeit gemacht zu haben. Da wieder alles in Ordnung ist, können Sie mir jetzt sagen, wo ich die Informationen finde, die Sie der Agentur geschickt haben? Ja, auf der Ablage des Aktenschranks liegt ein großer brauner Umschlag. Mit diesem Umschlag tauschen Bulling und ich unsere heißen Tipps aus. Tausend Dank. Auf Wiederhören, Sir. Grüßen Sie Bulling von mir. Okay. Es war ein sehr seltsames Rätsel, weil ich also gar nicht wusste, was jetzt von mir verlangt wird. Es hätte genauso gut auch sein können, dass es irgendein Zahlen- oder Buchstabenrätsel ist. Aber In gut. diesem Umschlag sind einige Dokumente. Großer brauner Mal sehen. Umschlag. Springheel Jack, der Schrecken von London. Fiktive Figur, 1837 erstmals erwähnt. Wird mit mehreren nicht aufgeklärten Überfällen und Einbrüchen in London und anderen Teilen Englands in Verbindung gebracht. Beschreibung: teuflisches Aussehen. Fledermausflügel, Hörner, blaue Flammen aus dem Mund und oder den Augen und so weiter. Erkennungsmerkmale: alle Augenzeugen berichten übereinstimmend, dass er zu unmenschlichen Sprüngen imstande ist. Fazit: Springheel Jack ist mittlerweile zu einer wahren Legende unseres Jahrhunderts geworden. Seine Faszination geht nicht nur von seiner teuflischen und fantastischen Aura aus, sondern auch von der Tatsache, dass er nie von der Polizei gefasst wurde. Wichtig: während der Angriffe auf die jungen Frauen Lucy Scales und Jane Aslop konnten die Zeitungen, die über diese Ereignisse berichteten, Rekordauflagen verbuchen. Daher ist Springheel Jack der immer wiederkehrende Held von billigen, fantastischen Publikationen und Theaterstücken. Dieses Thema lässt die Kasse klingeln. Ich frage mich, warum sich Bulling so intensiv mit der Legende um Springheel Jack beschäftigt.
Dann der Schrecken von London, Springheeled Jack, der Phantommörder, die Klinge des Metzgers, der Whitechapel-Metzger, Jack the Ripper, aha. Den Schlechter von London, der Schlechter von London, der Blutdurstige, der blutige Sensenmann. Das sind Ideen, wie man den Whitechapel-Mörder nennen kann, ne? Was hat das zu bedeuten? Und dann Mr. Charles Moore. Ich danke Ihnen für dieses Lebenszeichen des Whitechapel-Mörders. Wir müssen aber noch die Echtheit prüfen. Übergeben Sie den Brief ohne meine Anwesenheit nicht an die Presse. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Verschwiegenheit. Wir werden das nicht vergessen, Inspektor Eberlein. So, so. Eine Information über die Morde, die ausschließlich der Polizei übergeben wurde, ohne die Presse mit einzubeziehen? Das macht mich neugierig. Vielleicht sollte ich zur Polizeistation gehen, um mehr darüber zu erfahren. Tom, wegen des Briefs, da sich Inspektor Eberlein bedankt hat, nehme ich an, dass Sie den Köder geschluckt haben, auch wenn Sie etwas skeptisch waren. Darüber hinaus müssen wir auf alles gefasst sein, falls er wieder zuschlägt. Wir sollten auf jeden Fall diesen Briefwechsel aufrechterhalten und so werden wir zu gemachten Männern. Wir werden die Informationen aus erster Hand erhalten und damit Geschichte schreiben. Aber halten Sie sich zurück. Ich weiß nicht wirklich Bescheid und Sie werden als Erster daran glauben müssen, falls es Probleme geben sollte. CM. Könnte das M für Moore stehen? Was hat das zu bedeuten? Ich habe alles unter die Lupe genommen, aber von Bulling fehlt jede Spur. Er hat sich bestimmt in sein Hauptquartier davon gemacht, das Wespennest. Bevor ich ihm jedoch einen Besuch abstatte, muss ich mehr über diese mysteriöse Information wissen. Vielleicht kriege ich dann auch mehr aus diesem Journalisten raus. Auf zur Polizeistation. Jawohl. Definitiv auf zur Polizeistation. Auf zur Polizeistation. Wir sind schon da. Beweg dich. Kommen Sie. Wieder zurück. Hierher, guter Mann. Der Inspektor will Ihnen einige Fragen stellen. Das ist der Mann, Inspektor. Gute Arbeit, Humphreys. Und nun zu Ihnen. Ich glaube, Sie schulden uns eine Erklärung für das, was Sie hier bei uns zurückgelassen haben. Wie sind Ihr Name und Ihr Beruf? Sherlock Holmes, eigenverantwortlicher Detektiv. Was hat das zu bedeuten? Mr. Holmes, können Sie erklären, warum Sie so gekleidet sind? Warum Sie sich entgegen meiner Anordnung in dieser Gegend aufhalten und wie Sie glücklicherweise an dieses Diebesgut gekommen sind, das Sie hierher gebracht haben? Kann ich, zunächst will ich aber möchte nicht. Ich betonen, dass ich nicht unter Ihrem Befehl stehe und Ihre Ausführungen nicht als Anordnung, sondern eher als Ratschlag aufgefasst habe. Ich hielt es für vernünftig, ihn zu befolgen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Natürlich wollte ich Ihnen früher oder später Rede und Antwort zu dem Diebesgut stehen. Dank meines hiesigen Aufenthalts kann ich Ihnen außerdem einige Hinweise... Wenn es um die Whitechapel-Morde geht, ist das nicht notwendig. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir schon in ein oder zwei Tagen die Identität des Mörders publik machen. Wegen der falschen Tipps von der Presse, Inspektor, ne? Und kann Ihnen nur meine aufrichtigsten Glückwünsche überbringen. Dennoch sollten Sie einen bestimmten Arzt... Hören Sie, Holmes, lassen Sie uns einfach unsere Arbeit machen. Sie haben uns eine große Last abgenommen, indem Sie das Diebesgut für uns gefunden haben. Das erspart uns mehrere Wochen Arbeit. Aber ich glaube, dass ein Fall wie dieser, die Fahndung nach Jack the Ripper, Ihre Fähigkeiten übersteigt. Ich verlange, dass Sie keinen Fuß mehr in diese Gegend setzen, bis die Sache erledigt ist. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ich werde Ihren Rat zur Kenntnis nehmen, Inspektor. Sie erwähnten Jack the Ripper? Verzeihen Sie, kennen Sie etwa den Namen des Mörders? Oh, das stammt aus einem Brief, den die Central News Agency uns zukommen ließ. Er wurde von dem Mörder verfasst. Und auch wenn das noch nicht erwiesen ist, müssen Sie dennoch zugeben, dass die Signatur Eindruck schindet. Diese Information ist allerdings vertraulich. Und ich muss Sie bitten, sie für sich zu behalten, Holmes. Darf ich einen Blick auf den Brief werfen? Rein aus Neugierde, Inspektor. Danach sind Sie mich los. Wenn das so ist, warum nicht? Vielen Dank. Rote Tinte. Na, mehr sage ich dazu mal nicht. Lieber Boss, mir kommt ständig zu Ohren, dass mich die Polizei geschnappt hätte. Aber so weit ist es noch nicht. Ich habe herzlich gelacht, als sie sich für so schlau gehalten und gedacht haben, dass sie auf der rechten Spur wären. Die Sache mit Lederschürze hat mich köstlich amüsiert. Ich habe es auf Huren abgesehen und werde nicht eher aufhören, sie aufzuschlitzen, bis ich geschnappt werde. Das letzte Mal war großartig. Ich habe der Frau keine Zeit gelassen zu schreien. Wie wollen Sie mich jetzt erwischen?
Ich liebe meine Arbeit und will auch weitermachen. Sie werden schon bald wieder von mir und meinem kleinen lustigen Spielchen hören. Beim letzten Mal habe ich etwas von dem roten Zeug in einer Ginger Ale, Flasche aufbewahrt, um damit zu schreiben, aber es ist geronnen und fest geworden, sodass ich es nicht benutzen kann. Rote Tinte wird's wohl auch tun, hoffe ich. Haha. Beim nächsten Mal schneide ich der Dame die Ohren ab und schicke sie nur so zum Spaß der Polizei. Das wird doch sicher lustig, oder? Halten Sie diesen Brief noch zurück, bis ich etwas mehr gearbeitet habe. Dann können Sie ihn direkt weiterleiten. Mein Messer ist so scharf und gut, dass ich sofort loslegen möchte, wenn sich die Gelegenheit bietet. Viel Glück, Ihr Ergebener Jack the Ripper. Ich hoffe, der Name missfällt Ihnen nicht. PS, ich konnte den Brief leider nicht verschicken, bevor ich die rote Tinte von den Händen bekommen habe. Verdammt, einfach kein Glück. Sie behaupten jetzt, ich sei ein Arzt. Haha. What the fuck? Vor allem, da sind einzelne Sachen unterstrichen. Rechten, roten, hahaha. Herauszufinden, wer Jack the Ripper ist, soll meine Fähigkeiten übersteigen? Wir werden sehen, Inspektor Eberlein. Wir werden sehen. Na, der Jack the Ripper, der den Brief geschrieben hat. Ich weiß jetzt, wer den Bossbrief unterzeichnet mit Jack the Ripper geschrieben hat, den ich von Inspektor Eberlein erhalten habe. Und darüber hinaus weiß ich auch warum. Tom Bulling wurde von dieser fiktiven Figur Springheel Jack dazu inspiriert, eine Legende um den Whitechapel-Mörder zu stricken. Vielleicht kann ich ihn davon abhalten, Squibby anzuschwärzen, wenn ich ihm erzähle, dass ich von der Sache Wind bekommen habe. Ich muss ihn schnellstmöglich finden. Die größten Erfolgsaussichten dürfte ich im Pub haben. Genau das wollte ich gerade auch sagen. Das war der Reporter, der sich hier auf wichtig machen wollte. Ah, Holmes, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Und hier bin ich. Ja, gut, dann gehen wir da mal rein, ne? Ausgezeichnet, Watson. Dieser Einfallspinsel Bluto hat es sicher auf uns abgesehen und könnte sich immer noch dort versteckt halten. Ich versuche, im Pub mehr zu erfahren. Und Sie, Watson, halten draußen die Augen offen. Zögern Sie nicht, bei dem kleinsten auffälligen Geräusch die Polizei zu rufen. Ja, guck mal, wer da an seinem Stammtisch sitzt. Guten Abend, Mr. Bulling. Kennen wir uns? Nein, aber ich habe Informationen, die Sie interessieren dürften. Reden Sie, mein Freund. Ich gebe Ihnen einen aus, wenn sich daraus etwas machen lässt. Geht es um die Whitechapel-Morde? In der Tat, ich kenne die Identität des Mannes, der einen Brief an die Polizei verfasst hat. Der Brief beginnt mit »Lieber Boss« und der Verfasser behauptet, der Whitechapel-Mörder zu sein. Unterzeichnet ist er mit »Jack the Ripper«. Was? Es handelt sich bei dem Verfasser um einen Journalisten, der sich von Springheel Jack inspirieren ließ, um die Glaubwürdigkeit und Seriosität seiner Presseagentur zu untermauern. Dieser angebliche Jack sorgt für Informationen aus erster Hand, die der Journalist häppchenweise an die Behörden weitergibt, sowie einige dezente Indiskretionen, die er an die bettelnden großen Zeitungen durchsickern lassen will. Er spielt beide Seiten gegeneinander aus und ist im wahrsten Sinne des Wortes der federführende Kopf hinter dem Gerücht. Er hat den Brief an diesem Ort verfasst und seine Finger sind mit roter Tinte bekleckert, so wie Ihre. Was wollten Sie von mir, mein Freund? Sie haben einem gewissen Squibby damit gedroht, ein Telegramm aufzugeben, das ihn als möglichen Verdächtigen im Fall dieser Morde nennt. Sie wollen sich für einen alten Streit rächen. Ich schlage vor, Sie verzichten darauf, dieses Telegramm aufzugeben und lassen Squibby in Ruhe. Diesen Taugenichts habe ich schon längst vergessen. Ich habe ihm die Drohung an den Kopf geworfen, als ich gerade unterwegs zur Polizeistation war. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Außerdem müssen Sie damit aufhören, diese Briefe zu verfassen. Sie behindern damit die Ermittlungen der Polizei. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich habe ein gutes Verhältnis zur Polizei. Erkundigen Sie sich ruhig. Ich muss niemandem Rede und Antwort stehen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Okay, dann gehe ich. Leben Sie wohl, Sir. Auf Nimmerwiedersehen. Ja, gut. Dann gehen wir halt wieder, ne? Schnell zur Polizeistation, Watson. Wir sind nah am Ziel. Squibby wird uns verraten, was er über Tumblety weiß. Squibby, nicht mehr im Gefängnis? Sie sind wieder ein freier Mann. Wir waren gerade unterwegs zur Polizeistation, um Sie zu finden. Psst. Ja, die Bullen haben mich gehen lassen. Ich wollte erst zu Bluto und dann versuchen, Sie zu finden.
Und? Warum hat er gerade so eine Kopfabgeste gemacht? Geredet? Ja, er ist im Pub und die Sache dürfte erledigt sein. Jetzt würde ich gerne hören, was Sie über Dr. Tumblety zu sagen haben. In Ordnung, aber wir müssen uns beeilen. Eines Nachts war ich unterwegs zu Bluto, um ihn in seinem Versteck zu treffen. Nicht weit von der Pension, in der dieser Tumblety ein Zimmer hat. Er ist auch gerade gekommen und muss ein ziemliches Saufgelage hinter sich gehabt haben. Um auf den Punkt zu kommen. Dieser Kerl stand also da und hat mich angegrinst. Er meinte, er sei ein großartiger Arzt aus Amerika und wolle mit mir ins Geschäft kommen. Ich habe gesagt, dass ich schon Interesse hätte, aber nicht zu den Leuten gehöre, die mit Fremden sofort ein Ding drehen. Er hat mich dann in sein Zimmer eingeladen, um über das Geschäft zu reden. Nur er und ich. Wir haben ein oder zwei Flaschen geleert und dann wollte er mir plötzlich zeigen, was er in diesem riesigen Koffer hat, den er immer mit sich herumschleppt. Ich musste mich fast übergeben. In diesen Gläsern waren keine Essiggurken oder anderes Zeug, sondern Fleischstücke. Und er hat mir ins Ohr geflüstert, dass es sich dabei um intime Körperteile einiger betagter Damen handelt. Präparate, hat er gesagt. Liebestöter würde wohl eher passen. Bah! Dann hat er angefangen, über Frauen herzuziehen. Sie seien nichts weiter als Hunde. Aber die schlimmen Sachen spare ich mir jetzt lieber. Dann ist er näher gerückt und hat mir seine verschwitzte Hand auf meinen Oberschenkel gelegt. Vielleicht ist er einer von denen, aber ich bestimmt nicht. Ohne zu zögern habe ich ihm eine verpasst und mich dann aus dem Staub gemacht. Er wollte mich aber trotzdem wieder treffen und dieses Mal wirklich nur über das Geschäftliche reden. Dann musste ich aber in den Knast und... Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Warum? Ist er nicht in der Pension? Vielleicht hat er ja auch Gefallen am Leben hinter Gittern gefunden. Ich habe gehört, dass man in manchen Gefängnissen sogar... Danke für die Informationen und vielleicht bis bald, mein Freund. Hier ist die versprochene Summe, damit Sie London verlassen können. Danke, Kumpel. Ich muss noch eine alte Rechnung mit Bluto begleichen und dann verschwinde ich aufs Land. Tu das! Was geht da jetzt ab? Warum kriegen wir jetzt wieder hier so eine, ich sag mal, Cutscene? Schlägt hier etwa gleich wieder ein Killer zu? Lipski! Was? Mein lieber Watson, wir müssen zuschlagen, solange das Eisen heiß ist. Bisher sind wir nicht auf Dr. Tumblety gestoßen, aber die Zeit ist jetzt gekommen. Was denken Sie darüber, Holmes? Wir müssen herausfinden, ob es nur reiner Zufall ist, dass ein Sammler menschlicher Organe und ein Mörder, der besagte Organe entnimmt, zur gleichen Zeit in der gleichen Gegend unterwegs sind. Ja, und das werden wir auch herausfinden, aber nicht mehr heute, sondern beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.